Seit heute können wir endlich FIFA 21 auf der PlayStation 5 zocken. Ja, konnte man vorher auch schon, aber eben nur die PlayStation 4 Version dank Abwärtskompatibilität. Seit heute gibt es nun das Upgrade zur PlayStation 5 Version, zur Next-Gen Version oder wie EA das genannt hat, Next Level. Und wie sehr dieser Next Level erreicht wurde, verrate ich euch jetzt in meinem kurzen Ersteindruck. Und damit wie immer, Servus und schön, dass ihr reingeklickt habt. Es ist mein erstes Video, in dem ich mich mal über FIFA unterhalte, nachdem ich es selber gespielt habe, denn bisher gab es über FIFA nur Videos, wo ich in der Theorie davon spreche und aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, ich zocke immer sehr, sehr gerne FIFA, aber FIFA 20 habe ich dann zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren übersprungen, weil ich einfach fand, es hat sich zu wenig verändert, zu wenig verbessert. FIFA 21 habe ich mir dann zunächst auch erstmal nicht gekauft, weil ich dann auf die Next-Gen-Version warten wollte. Und die gibt es nun seit heute. Ein bisschen enttäuscht bin ich allerdings, das muss ich vorwegnehmen, von der gesamten Kommunikationspolitik, die um diese Next-Gen-Version herumschwirrt und mit ihr einhergeht. Denn man findet irgendwie so wenig Informationen darüber, wenn man irgendwie bei Amazon zum Beispiel einfach nur nach FIFA 21 PS5 sucht, dann findet man das gar nicht direkt. Man muss dann wirklich FIFA 21 für die PS4 wählen, muss dort dann als Plattform sagen, nein, ich meine die PlayStation 5 Version und nur dann wird die Next Level Version angezeigt. Und das für stolze 79,99, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das finde ich einfach nur lächerlich und ich kann das nicht nachvollziehen. Aber es liegt nicht an Amazon, das ist nun mal die unverbindliche Preisempfehlung. Ich habe auch nachgehakt in anderen Läden und auch dort hieß es dann, irgendwo zwischen ja, 75 und 80 Euro wurde das Spiel dann verkauft oder sollte es heute verkauft werden. Und das wollte ich nicht mitmachen, denn man kriegt das Spiel doch aktuell für rund 40 Euro oder etwas mehr als 40 Euro. Vor kurzem war es ja sogar nochmal im Angebot für unter 40 sogar. Und das konnte ich nicht nachvollziehen. Quintessenz war, ich bin also in den Laden und habe mir ein PlayStation 4 Spiel gekauft, um dann zu Hause das Upgrade zu installieren und dieses Upgrade zu zocken. Und hier stehe ich nun, ich habe also de facto nun die Next Level Version von FIFA 21 gezockt, denn EA, und das ist fast schon erstaunlich und passt eigentlich gar nicht zu EA, bietet eben ein kostenloses Upgrade an. Solange man die PlayStation 4 Version in dem Fall besitzt, kriegt man kostenlos auch digital dann die PlayStation 5 Version, die man runterladen kann. Wie gesagt, passt eigentlich nicht ganz zum Stil von Electronic Arts. Man hätte vermutet, dass sie da einfach pauschal nochmal 60 Euro haben wollen. Naja, das gleichen sie dann damit aus, dass wenn jemand jetzt die originale, offizielle PlayStation 5 Verpackung haben möchte, der zahlt dann halt 80 Euro. Und das ist echt einfach nur lächerlich. Aber okay, sei es drum, dann kauft man halt die PlayStation 4 Version. Kommen wir jetzt aber endlich mal zur Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, aber ihr kennt es ja von mir. Wie ist denn jetzt mein Ersteindruck? Und ich muss sagen, ich bin ja fast schon begeistert. Es sieht richtig gut aus. Es macht direkt wieder Bock. Es fühlt sich natürlich immer noch komplett an wie ein typisches FIFA. Genau so, wie wir es seit, ich würde grob sagen, locker 10 Jahren oder so schon gewohnt sind. Das ist aber nichts Schlechtes, denn FIFA an sich ist ja ein gutes Spiel. Es hat trotz seiner Macken, trotz seiner Bugs, trotz seiner Mängel und der ganzen Schwächen, die das Spiel irgendwie auch aufbietet, ja natürlich super viele Stärken. Das macht einfach auch Laune. Wenn man generell Bock hat auf so ein Fußballspiel und nicht dieses mega authentische, etwas langatmige PES zocken möchte, was auf jeden Fall noch glaubwürdigeren Fußball geboten hat, zumindest bis dahin, fand ich PES etwas glaubwürdiger, etwas, naja, noch näher am echten Fußball, wenn es um die Simulation des Fußballs geht. Ich fand, grafisch sah FIFA immer ein Klecks besser aus, hatte aber eine Schwäche, die ich bei PES wirklich super fand, die es da nicht gab, und zwar war das Spiel, also FIFA, mir immer etwas zu bunt. Also, was heißt immer, zumindest in den letzten Jahren ist mir das wirklich so bewusst geworden, dass ich fand, das wirkte fast schon comichaft irgendwie. Das war alles immer so grell, der Rasen war so extrem grün, die roten Trikots haben förmlich geleuchtet. Also, irgendwie war mir das einfach zu viel. Vor allen Dingen, wenn ich dann mal PES zwischenzeitlich verglichen habe, wo alles ein wenig kontrastschwächer aussah, wo es einfach ein bisschen, naja, ich würde sagen, authentischer vielleicht aussah.
Und das hat sich jetzt in FIFA 21 in der Next-Level-Version für mich zumindest von meinen ersten zwei oder zweieinhalb Partien tatsächlich geändert. Gerade auch beim allerersten Spiel. Das zeige ich euch auch mal im Hintergrund. Das hat EA natürlich wieder so mit FIFA gemacht, wie man es gewohnt ist, dass man quasi eingeführt wird mit einem Testspiel, das das Spiel dir anbietet, was immer besonders gut eingeleitet wird. Sah auch sehr imposant aus. Und wenn man dann auf dem Rasen ist, dann sieht man wirklich, naja, das Spiel ist irgendwie kontrastärmer, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber das meine ich gar nicht böse, im Gegenteil, das ist positiv gemeint, weil dadurch sieht das Spiel jetzt einfach lebendiger und realistischer aus, mit echten Spielern und auf einem echten Rasen in einem echten Stadion. Also zumindest wirkt das mehr echt, als das noch in den Jahren zuvor auf der PlayStation 4 der Fall war. Das zweite, was mir sofort einfiel oder auffiel, war halt eben die neue Kameraperspektive, die ich ebenfalls richtig cool finde. Ich bin aber noch erst bei 80%, sage ich mal, dass ich mich daran so gewöhnt habe, dass ich die auch weiter nutzen will. Aber man kommt schnell rein, man hat eine unglaublich gute Übersicht und das Geile an der neuen Kameraperspektive ist einfach, sie ist schön authentisch. Auch sie wirkt einfach wie so eine TV-Übertragung. Und das macht einfach Laune. Das lässt einen noch tiefer in dieses Fußballgeschehen irgendwie eintauchen, wo man das Gefühl hat, hey, das sieht ja aus, als würde ich mir gerade live ein Spiel angucken. War auch damals, glaube ich, auf der PS4 genauso. Da gab es ebenfalls eine neue Perspektive und an die hat man sich dann ebenfalls innerhalb von einem Monat oder ein paar Wochen sogar schon komplett gewöhnt. Ja, ich habe ja die kontrastschwächere Darstellung schon erwähnt und genannt. Ich glaube, das liegt natürlich auch irgendwo daran, dass eben die Lichtverhältnisse nun einfach realistischer sind. Und das ist ja eben mit dieser neuen Technologie möglich, die EA auch angepriesen hat. Und ich muss sagen, ja, das macht schon tatsächlich ein bisschen was her. Es ist jetzt wirklich kein Quantensprung. Genau das habe ich ja auch sofort gesagt und ich habe es auch jetzt nicht erwartet, dass das eben so das Gefühl erzeugt, mein Mann, so ein Spiel habe ich ja noch nie gespielt. Natürlich ist das ein ganz gewohntes FIFA, es spielt sich, wie schon immer sich gespielt hat, aber es wirkt glaubwürdiger, es ist ruhiger, es sind viele neue, coole Animationen dabei. Und ich zeige mal ein paar Nahaufnahmen, da sieht man auch, ja, man sieht dieses Detail, diesen Detailreichtum ja selten. In nächster Nähe guckt man sich die Spieler sehr selten an, höchstens mal in Zwischensequenzen. Aber man muss sagen, es sah auf der PS4 ja schon eigentlich mal sehr gut aus, aber mit dieser erhöhten Texturqualität, gerade wenn ihr das live seht und nicht als Video auf YouTube, wo es nochmal komprimiert ist, sondern ihr euch das wirklich direkt auf eurem Fernseher vorstellt vielleicht in 4K, das ist richtig toll, die Texturen sind unglaublich hoch aufgelöst. Die Haare, das ist zwar auch lächerlich eigentlich, aber ja, die Haare sind nochmal deutlich glaubwürdiger, also ist für die gesamte optische Darstellung ja auch nicht unwichtig. Und ja, das Spiel mit Licht und Schatten, auch auf den Gesichtern, das sieht alles deutlich glaubwürdiger und authentischer aus, als es eben noch im letzten Jahr auf der PlayStation 4 oder noch vor wenigen Tagen auf der PlayStation 4 eben möglich war. Auf dem Platz mache ich es kurz. Ich habe, wie gesagt, auch erst zwei Spiele absolviert. Ich kann also noch nicht so viel sagen. Es hat direkt Spaß gemacht, es hat funktioniert, es hat sich angefühlt wie immer, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Es ist kein Quantensprung, aber es ist geil. Man merkt, ein paar neue Animationen sind dabei. Das ist schon nicht schlecht. Es sind einige neue Optionen mit dabei. Man kann also vieles neu einstellen. Darauf werde ich aber mit Sicherheit in den nächsten Videos mal eingehen. Spätestens bei einem Fazit oder so werde ich das mit Sicherheit mal beleuchten, was da möglich ist. Ich kann euch also auch noch nicht sagen, wie der Karrieremodus sich vielleicht verändert hat oder so. Das wird ebenfalls noch in einem der nächsten Videos mit Sicherheit mal kommen. Und Ultimate Team oder so, da braucht ihr bei mir nicht viel erwarten, weil das spiele ich nicht, das werde ich wahrscheinlich auch nicht anfangen. Und ich würde sagen, kurz und bündig, ja, also ich bin erstaunt, aber tatsächlich ist es erwähnenswert, wenn man bedenkt, dass EA uns diese Version schenkt, wenn wir die locker 40 Euro teure PlayStation 4 Version gekauft haben und wir dieses Upgrade umsonst bekommen, dann muss ich sagen, also da ist eigentlich irgendwas faul, aber es sieht verdammt gut aus, es spielt sich gut, es ist alles funktionsfähig und ich würde ja fast geneigt sein zu sagen, hier hat Electronic Arts ja wirklich einen guten Job abgeliefert. Zusätzlich möchte ich auch hier kurz erwähnen, die Ladezeiten, wirklich, ich habe es vorhin angeteased. Bombastisch, wirklich, super geil, wenn man im Hauptmenü ist, man geht auf Anstoß, man wählt zwei Teams. Dann sagst du, okay, Spiel starten. In dem Moment, wo man drauf drückt, man blinzelt einmal und gefühlt schon darauf sieht man die Spieler auf dem Platz. Und das ist wirklich für mich die Zukunft und das macht Next Gen mitunter am meisten momentan aus. Ach ja, und wie kann ich so doof sein? Natürlich, ich will auch den DualSense kurz erwähnen, denn der wurde ja auch eingearbeitet in die neue Version von FIFA. Also man spürt es immer wieder mal ganz, ganz dezent, denn mit jeder Ballberührung vibriert der Controller, aber wirklich so unglaublich fein, dass es irgendwann kaum noch bemerkt wird. Aber eine minimale Vibration spürt man immer, sobald man den Pass abgibt, sobald man mit dem nächsten Spieler den Ball wieder annimmt, dann spürt man wirklich, wie der Ball angenommen wird.
Und beim Schießen oder vor allen Dingen bei einer Grätsche, ne, merkt man es ein bisschen stärker. Und beim Sprinten, sobald die Spieler mal ein bisschen Ausdauer verloren haben, muss man schon stärker drücken. Und wenn die mal richtig platt sind, muss man richtig stark drücken. Das sind so ganz feine Kleinigkeiten, aber die sind auch ganz geil, um ja, einfach noch so einen Hauch mehr in diese Fußballwelt einzutauchen. Unterstützt mit den tollen neuen Lichteffekten, mit den geilen Zwischenanimationen und natürlich vor allen Dingen, würde ich sagen, mit der neuen Kameraperspektive. Macht das schon durchaus was her, ja, auf jeden Fall. Ja, und das soll es also auch schon gewesen sein, mein kleiner Ersteindruck zu FIFA 21. Ich habe es gesagt, ich habe noch nicht viel gespielt, aber ich wollte euch schnell wissen lassen, was hat sich für mich schon wie stark verändert und vor allem grafisch natürlich, das, was man sofort so wahrnimmt. Und falls ihr euch dementsprechend jetzt auch noch fragt, ja, macht das Upgrade dann jetzt überhaupt Sinn? Ist das nötig? Ist das sinnvoll? Auf jeden Fall. Also ihr wärt richtig blöd, wenn ihr das nicht nutzen wollen würdet, weil es macht durchaus was her. Es ist kein Quantensprung, das habe ich ja gesagt. Und das wird es auch in FIFA 22 vermutlich nicht geben. Aber es sieht schon verdammt gut aus und es macht Spaß und es funktioniert. Und verdammt nochmal, es ist umsonst. Also Electronic Arts schenkt uns ja quasi das kostenlose Upgrade. Ein Spiel, was sie für 80 Euro verkaufen wollen, kriegt man für lau, wenn man die PS4-Version schon besitzt. Und deswegen, wenn ihr euch das holen wollt, dann gebe ich euch den Tipp an die Hand. Macht es so wie ich, holt euch verdammt nochmal die alte PlayStation 4-Fassung, kauft das Upgrade für umsonst sozusagen im Store und schon könnt ihr die PlayStation 5-Version zocken. Und für 45 Euro ungefähr, die es aktuell so im Laden kostet oder in dem einen oder anderen Laden, kann man halt auf keinen Fall was falsch machen. Wenn ihr mal wieder Bock auf Fußball habt und FIFA noch nicht habt, dann könnt ihr gerne zuschlagen, weil mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, das Spiel ist echt gelungen und macht mal wieder richtig Bock, weil es sieht mal wieder nach was knackig Frischem aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Falls ihr euch aber dabei fragt, macht das Sinn? Also macht ihr überhaupt noch mehr Videos zu FIFA? Ja, ich werde auf jeden Fall noch mehr Videos zu FIFA machen. Nein, ich werde keine Streams oder großartig Let's Playen. Ich werde euch nicht durch die gesamte Karriere begleiten, falls das einer vielleicht mal glaubt. Nein, das ist nicht so mein Ding, aber ich werde mit Sicherheit ein Video machen, wo ich mal den Karrieremodus zeige, wenn ich den gestartet habe, um mal zu zeigen, was hat sich vielleicht verändert, wie sieht der jetzt aus, was hat man für Optionen. Ich werde vielleicht auch mal das ein oder andere Gameplay noch hochladen und mit Sicherheit wird es auch ein Video geben, wo ich irgendwann mal nach ein paar mehr Spielstunden auch ein kleines Fazit fällen möchte, wie mir FIFA 21 in der Next Level Version auf der PS5 gefällt. Ihr könnt also auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr Bock auf weitere FIFA Videos habt. Bis hierhin soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr reingeklickt habt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.